Wie 28 Gramm Pilze alles verändert haben. Mein erster Trip. Von Anonym. Aufgewacht bin ich nicht daheim. Nein, zu erläutern, wo und warum, würde aber den Rahmen dieser kleinen Geschichte sprengen. Also kann sich dies jeder selbst aussuchen. Es war einer dieser Tage. Ein Tag, welchen man ohne Erwartungen startet. Sogleich ich in der Schule ankam, schrieb ich von irgendeinem Streber meiner Klasse die Mathehausübung ab und legte mich die erste Unterrichtsstunde zur Ruhe und schlief ein. In irgendeiner Pause habe ich Nigel sowie einen anderen Kollegen aufgesucht und eingeweiht, dass es heute wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit soweit wäre, die Pilze zu ernten und somit auszuprobieren. Wir drei haben das bereits vor einigen Wochen ausgemacht, gemeinsam das erste Mal meine selbst angebauten Shrooms zu testen. Bei diesem Vorhaben war gewiss, vermutlich auch aufgrund unseres Alters, einiges an Unsicherheit vorhanden. Nigel, der ohnehin ein Mensch ist, den Drogen interessieren, blieb heute bei unserem Plan. Der andere Freund aber kniff, sozusagen praktisch bei letzter Gelegenheit. Er erklärte, er habe mit seinen Eltern darüber gesprochen. Der restliche Schultag verlief entspannt und wie man es so kennt, sehr langweilig. Nach dem Unterricht vor dem Schulgebäude hatte ich noch Wartezeit, bis Nigel auch aus hatte. Früher oder später gesellten sich einige Kollegen zu mir, unter denen war mein Freund Marvin. Mit ihm hatte ich bis jetzt noch nicht allzu viel zu tun gehabt, jedoch meinte er, auf meine Frage hinweg, obwohl er noch keinerlei Erfahrung mit Psychedelika hatte, dass er heute sehr wohl Lust auf einen spontanen Pilzversuch hätte. Während unserer Konversation ging er irgendwann darauf ein, dass er noch ein wenig Weed bei sich hätte und wir uns dann bei Nigel von ihm aus einrauchen könnten. Sobald dieser aufgetaucht war, bewegte sich die ganze Gruppe, welche neben uns dreien auch aus einer strenggläubigen Katholikin und noch einem weiteren Mädchen bestand, zu Nigel heim. Zu unserem Glück befindet sich sein Wohnort nur eine Straße weiter. Was neben dem ebenso sehr praktisch war, war, dass Nigel außerdem scheinbar sturmfrei hatte. Ich pickte einen Ofen aus Marvins Gras. Voraussehbarerweise würde die Katholikin, aber auch das andere Mädchen, nicht mitrauchen. Es war etwas seltsam, vor diesen zwei Personen zu rauchen, aber noch mehr gewundert hat mich die Tatsache, dass die zwei überhaupt bei sowas dabei sein wollten. Letztendlich war es mir aber egal und ich machte für mich das Beste aus der Aktivität. Nach dem Dübel war ich für damalige Verhältnisse gut paniert. Obwohl ich leicht paranoid, vermutlich vom Ott war, ließ ich mir keine Bedenken in Bezug auf das bevorstehende Vorhaben, das erste Mal Psychedelika einzunehmen, anmerken. Ich fand es wichtig, zumindest Sicherheit nach außen auszustrahlen, auch wenn ich mir alles andere als dies war. Denn es wäre besser, wenn wenigstens meine zwei Freunde denken würden, dass sich einer von uns mit solchen Sachen auskennen würde. Ich wollte das ganze Vorhaben nur bis zu einem gewissen Grad bereuen und dass einer von uns komplett aushagelt, würde ich mir nicht leisten können. Unmittelbar nach der Kifferpartie brachen Marvin, Nigel und ich auf. Aufgrund von böser Vorahnung bezüglich des Geschmacks des psychoaktiven Fungis hat Nigel direkt bevor wir uns aufmachten noch ein Glas Nutella eingesteckt. Außerdem haben wir dann am Weg zu mir noch Toastbrot und Orangensaft gekauft. Sobald wir bei mir angekommen sind, präsentierte ich meine Growbox. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Pilze gezüchtet hatte und das mit wunderbarem Erfolg. Ich erwarb die Growbox am Mexiko-Platz. Ich kann mich noch gut erinnern, was der Typ hinter der Theke im Smartshop geantwortet hat, als ich ihn gefragt habe, ob die Pilze denn wirklich funktionieren würden. Ja, du wirst schon sehen. Ob ich dies wirklich sehen würde, war mir ungewiss, aber was definitiv funktionierte, war das Grow-Kit. Es bestand unter anderem aus einem vakuumierten Plastiksack voll mit Roggenkernen, welche dem Fungus als Nahrung dienen sollte. Man spritzte die Sporenlösung in den Roggensack und lässt diesen für ca. einen Monat an einem dunklen Ort gedeihen. Nach dieser Zeitspanne ist der Roggen durch und durch mit schneeweißem Myzelium durchwachsen. Der nächste Schritt ist, das Ganze in Wasser einzuweichen und letztendlich unter sehr feuchten und nicht zu hellen Bedingungen gedeihen zu lassen, bis die Fruchtkörper bzw. die Pilze in die Höhe sprießen. Dieser Prozess hat in meinem Fall, glaube ich, 2 bis 3 Monate gedauert. Am Anfang wuchsen die Schwammerlen nur sehr langsam aus dem weißen Myzeliumblock, aber gegen Ende schossen sie so rasch Richtung oben, dass man denen tatsächlich beim Wachsen hätte zuschauen können. Im Vergleich zu der Größe vom gestrigen Abend sind die mindestens noch einmal doppelt so hoch geworden, was sogar mich enorm verwundert, aber auch begeistert hat. Inzwischen haben sich einige Kappen der größten Pilze geöffnet und dadurch deren Sporen ausgestoßen, was einige der kleineren Exemplare sowie auch das Myzelium dunkel lila bis schwarz gefärbt hat. Das ist aber, wenn überhaupt, nur ein kosmetisches Problem. Ich pflückte eine nach dem anderen mit einer leichten Drehbewegung und um das Myzelium nicht zu beschädigen und platzierte sie fein säuberlich nebeneinander auf einem Backblech.
Einige der Stellen von den Pilzen, die durch das Ernten beschädigt wurden, färbten sich durch Oxidation bläulich, was als ein guter Indikator dafür verwendet werden kann, um auszumachen, wie viel Wirkstoff die jeweiligen Pilze enthalten. Zuerst wog ich Marvins und Nigels Dosis ab. Ich fragte sie, ob sie sich sozusagen nur die Füße nass machen wollten oder ein volles, intensives Erlebnis erfahren wollen. Die beiden wollten keine halben Sachen machen, also wog ich ihnen jeweils ungefähr 15 Gramm ab. Mehr wollte ich ihnen nicht geben, denn 15 Gramm frische Shrooms sind etwa äquivalent zu 1,5 Gramm getrockneten. Wobei man auch dazu sagen muss, je nachdem wie schonend der Trocknungsprozess verläuft, verlieren die Pilze auch etwas an Potenz, was dann logischerweise heißt, dass die frischen extra stark wären. Zuletzt habe ich mir meine Dosierung abgewogen. Letztendlich habe ich mich für 28 Gramm entschieden. Nicht die idealste Dosis für Anfänger, dachte ich mir, aber ich habe diese Pilze selbst gezüchtet, hatte mich hoffentlich ausreichend informiert und ich wollte schlicht und ergreifend einfach das volle Potenzial dieser Droge erfahren. Eine sehr naive, fahrlässige und auch irgendwo idiotische Entscheidung. Wir richteten uns psychedelische Nutella-Sandwiches her und verspeisten diese in aller Ruhe im Wohnzimmer am Esstisch. Während wir am Essen waren, war die restliche Ernte am Trocknen im ventilierten Ofen bei Zimmertemperatur, um so viel wie nur möglich des fragilen Psilocyns und Psilocybins zu erhalten. Das Nutella machte einen guten Job, den meiner Ansicht nach ungenießbaren Pilzgeschmack zu überdecken. Trotzdem bekam Nigel seine Portion kaum runter. Wir tranken Orangensaft, welcher dazu gut schmeckte. Jedoch war mir nicht bewusst, dass die Säure in diesem Getränk dafür sorgen würde, dass das Psilocybin schneller in den aktiven Wirkstoff Psilocin umgewandelt wird und somit der Wirkungseintritt als auch die Wirkungsdauer verkürzt wäre, aber auch die Intensität der Effekte erhöht werden würde. Nach dem Verzehrungsprozess setzten wir uns in meinem Zimmer auf zwei Matratzen und warteten die Wirkung ab. Schon nach 5 Minuten fühlte ich mich extrem aufgeregt und unruhig. Nach weiteren 5 Minuten fiel mir auf, dass meine Haut sensibler wurde, dass ich auf einmal die inneren Prozesse meines Körpers verstärkter wahrnahm und dass Farben begannen sich zu intensivieren. Natürlich teilte ich den zwei sofort mit, dass ich etwas von den Effekten spürte. Sie hingegen erklärten noch nichts zu merken und sich relativ normal zu fühlen. Ich starrte meine Hände an, die mir zunehmend detailreicher, bunter, komischer und tierartiger vorkamen. Genau in diesem Moment erschien plötzlich die Sonne zum ersten Mal heute an diesem widerlich bewölkten Tag und strahlte kräftig und hell durchs Fenster mein Zimmer. Sogleich dies geschah, wusste ich eines, dass wir sofort raus müssten, irgendwo zu einem schönen Ort, um das hier zu genießen. Marvin und Nigel brauchten nicht lange, um sich überreden zu lassen, also machten wir uns auf den Weg zum sichersten und schönsten Platz, der uns eingefallen ist. Während wir uns zusammenpackten, wurde ich von der Schönheit meines Zuhauses und der Außenwelt förmlich überrumpelt. Als ich meine Arme in die Ärmel der Jacke stecken wollte, war ich mir schon gar nicht mehr sicher, wie lang meine Arme denn wären. Es war wie, als könnte ich sie ohne Ende immer weiter strecken. Ich verabschiedete mich noch von meiner Mutter, die bezüglich unseres Vorhabens Bescheid wusste und uns noch sagte, dass wir auf uns aufpassen sollten. Wir liefen zum Bus, welcher zufälligerweise gleich da war. Unser Ziel war eine Bahnstation, die mitten im Nirgendwo und von Feldern umgeben war. Dort gab es nämlich ganz hinten eine Art Schleichweg, der zu gewissen Schienen führte, welche schon seit einem guten Jahrzehnt nicht mehr in Benutzung waren. Dort waren nie Polizisten und nur hin und wieder haben sich Passanten dorthin verlaufen. Im Sommer blühen dort überall Fliederbüsche, im Winter jedoch waren die Büsche nicht belaubt, was einen durch die Erhöhung dieses Platzes guten Ausblick verschaffte. Nach der kurzen Busfahrt waren wir auch beinahe da. Als wir mit langsamem Tempo von der Station zu diesen Gleisen spazierten, fühlten meine zwei Freunde auch endlich die Shrooms. Zu diesem Anlass wurde Marvin aufgeregt und hatte auf einmal Lust auf mehr Gesellschaft. Er rief nochmal die zwei Freundinnen von vorhin an und bat sie zu uns zu kommen. Ich war bereits enorm auf meine Umgebung fixiert, sehr beeindruckt von den milden optischen Veränderungen. In der dunkelgrauen Wand neben dem Gehweg vernahm ich sonderbare Bewegungen. Diese Wand wirkte in der Tat sehr lebendig auf mich. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, schon gar nicht erwarten können, dass Pilze doch so eindeutig machbare und intensive Halluzinationen auslösen könnten. Es erstaunte mich genauso, wie es mich beruhigte, vor allem dann, als ich meine zwei Begleiter fragte, ob sie denn auch so kraftvolle Änderungen in ihrer Wahrnehmung hätten und sie dies mehr oder weniger verneint haben. Vielleicht lag es daran, dass sich meine Gedanken beschleunigten oder daran, dass ich alles mit vermehrter Flexibilität wahrnahm, denn ich sah nicht nur jegliche Bewegungen auf unnormal geschmeidige Art, sondern bildete mir auch ein, sanfte, pulsierende, fast schon atmende Regungen der Geometrie in meiner Umwelt zu bemerken. Kurz darauf hockten wir auf den eisernen Schienen, als Nigel behauptete, dass sein Arsch mit dem Beton verschmelzen würde. Einmal verdeckte ich meine Augen mit meinen Händen.
Erst war es nur schwarz, dann aber nach und nach, innerhalb weniger Sekunden, tauchte eine glühende, farbige Flüssigkeit aus dem Eigengrau auf, welche mich von der Konsistenz her an zähes, blubberndes Lava erinnerte. Der Akt, meine Augen zu verdecken, schien die Wirkung zu verstärken. Nigel und Marvin schauten auch mit geschlossenen Augen nach etwas zum Sehen, aber viel darüber ausgetauscht, was wir wie merkten, haben wir uns nicht mehr. Zumindest ich nicht mehr. Ich kam mir separiert von den anderen vor, als wäre ich förmlich auf einer anderen Bewusstseinsebene. Die Kommunikation fiel mir neben dem zunehmend schwerer. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich fast doppelt so viele Schwamme gefressen habe wie die zwei, dachte ich mir. Viel mehr als am Reden war ich an den Pflanzen in meiner Gegend interessiert, welche ich wie schon lange nicht mehr ganz genau und in Ruhe betrachtete. Langsam aber sicher kamen immer mehr Fragen auf. Sowohl mein eigenes Denken als auch meine Emotionen wurden schwerer zu steuern. Über sowas wie Zeit habe ich mir schon gar keine Gedanken mehr gemacht, denn die Verwirrung nahm neue Ebenen an. Alles war urplötzlich so dermaßen intensiv. Alles begann sich auf unterschiedlichste Weisen zu strecken, zu verbiegen, zu wachsen, zu schrumpfen und sich zu morphen. Ich musste mich bemühen, alles noch sachgemäß zu erkennen und zuzuordnen. Ich richtete meinen Kopf auf und blickte einen großen, blattlosen Strauch an. Er war zu 100% symmetrisch und aus irgendeinem Grund kam mir dieser Anblick bekannt vor. Mein Körper fühlte sich heiß und nass an. Ich zitterte, als sich durch die überwältigende Schau meiner hervorgehobenen Wahrnehmung Panik tief in mir entwickelte. Mir war so ungemütlich in meiner eigenen Haut. Ich stand aufrecht am Ende der Gleise und starrte in die Luft. Was ist hier nur los? Was ist los mit mir? Was passiert hier überhaupt? Fragen über Fragen materialisierten sich in meinem Kopf und genau jetzt widmete sich die Sonne ihrem Untergang hinter dem Horizont. Ein einziges Mal wagte ich noch meine Augen zu schließen und sah ohne Verzögerung eine Welt. Eine Welt viel interessanter als diese, in der ich bin. Sie bestand aus gigantischen, warmen sowie bunten, schlangenartigen Wucherungen, verziert mit unglaublich komplexen Mustern. Das alles erkannte ich, trotz dessen, dass ich meine Augen nicht länger als 2 Sekunden verschlossen hielt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die 2 Mädchen inzwischen angekommen waren. Sie wollten mich begrüßen, aber ich bekam kein Wort mehr raus. Alle standen sie vor mir und schauten mir verdutzt in die Augen. Sie sahen alle aus wie irgendwelche Affenviecher. Ich konnte mir nicht helfen. Da hat mich dann eines von diesen sonderbaren Geschöpfen gefragt, ob alles okay ist, worauf ich nur mit viel Mühe Nein antworten konnte. Ich drehte mich um, der schönen Aussicht entgegen, denn ich hatte in diesem Zustand keine andere Wahl, als die zu ignorieren. Ich schaute mir die Gegend an, meine Gedanken spielten verrückt und drehten sich im Kreis. Alles wurde von mir hinterfragt, die Menschen, die Zeit, die Farben, das Dasein. Das Ganze ergab keinen Sinn mehr für mich. Ich dachte über Sterben nach. Wie ich mich jetzt am besten umbringen können würde, unter anderem. Warum will ich jetzt plötzlich sterben, fragte ich mich. Warum dies, warum das, warum dieses, warum ist alles so wie es ist? Warum, 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 warum? Ich hielt es keine Sekunde länger aus. Es war einfach unerträglich intensiv. Ich kam überhaupt nicht mehr klar. Irgendetwas musste jetzt passieren. Ich rannte weg von den anderen, weg von diesem Ort. Ich wusste nur nicht, wohin. Ich bin einfach weggerannt. Die Welt verzog, verformte und morphte sich auf spektakuläre und fantastische Weise, als ich da lief. Plötzlich rief Nigel von dort oben nach mir. Wohin gehst du? Ich konnte ihm nicht antworten. Wie hätte ich es denn erklären sollen? Ich verstand ja in diesem Moment wortwörtlich nichts mehr. Nach Hause! Sprang es dann doch irgendwie aus meinem Mund. Warte auf uns! Schrie die humanoide Figur aus der Ferne. Als sich die Gruppe in meine Richtung fortbewegte, sprintete ich denen furchterfüllt entgegen. Der Bus kam wie auch am Hinweg zufälligerweise genau dann, als wir ihn gebraucht haben. Marvin und Nigel sagten Ciao zu den Zweien. Glücklicherweise haben wir das Transportmittel noch gut erwischt. Die Wirkung des Psilocyns ließ mir keine Gnade. Es war für mich wie eine Reizüberflutung. Es war ein langer Moment, ein besonderer Moment, der sich wie nichts anderes in meiner Erinnerung einspeichert, eingraviert, sogar eingebrannt hat. Mit so einer Grenzerfahrung war es eindeutig schwer umzugehen. Mein Kopf hat die Bedeutung meines Menschenkörpers nicht mehr begriffen. Meine Körperform war kaum definiert. Ich fühlte nur noch die Wärme in mir. Die Schwingungen in der Luft, die außerhalb dieser Umstände im Alltag als Töne interpretiert werden, blieben zum ersten Mal in meinem Leben nichts weiter als das, was sie sind. Irgendwelche unzuordnenbare Vibrationen, mit denen ich kaum etwas anfangen konnte. Das Schauspiel des Sehens überwältigte mich, denn die Farben sahen ungreifbar intensiv, aber auch wunderschön aus.
Jedoch war ich an dem Punkt schon nicht mehr in der Lage, feste Formen oder die Geometrie meiner Umgebung auszumachen. Vor allem deswegen, weil sich alles konstant gemorpht und bewegt hat. Vor lauter übertriebener Reize konnte ich nicht verstehen, wo ich bin oder was gerade los ist. Mein Blick fiel auf Marvins Gesicht. Er schien zu diesem Zeitpunkt zu lachen, als sein Kopf plötzlich anfing, sich aufzublasen wie ein Ballon. Sein Lachen hörte sich bis zum nicht mehr wiedererkennen verzerrt an, wie als würde er während er lacht langsam Xenon inhalieren. Sein Kopf wuchs so groß, sodass er letztendlich einen riesengroßen Anteil meines kompletten Sichtfeldes einnahm. Ich vernahm eine Präsenz. Es war nicht vor mir oder neben mir, auch nicht in mir. Es war überall gleichzeitig, als wäre es schon immer da gewesen und als würde es auch noch für immer da sein. Doch nur jetzt nahm ich es wahr. Das, was von mir übrig war, weigerte sich mit jeglichem Aufwand dagegen, diese Präsenz zu erblicken. Meine Augen waren soweit es ging aufgerissen, denn ich fürchtete mich vor dem, was sich wohl hinter dem verwirrenden Spektakel der Farben, Töne und Eindrücke verbergen würde. Doch obwohl ich nicht einmal blinzelte, hatte ich nicht die leiseste Chance, dem zu entkommen, was sich da offenbarte. Es drängte sich an mich heran. Ein guter Vergleich dazu ist der kurze Moment, während man ins Wasser fällt und einem klar wird, es gibt kein Zurück mehr. Erzwungenes Abtauchen und Erfahren dessen, was lange Zeit für mich absolut keinen Sinn ergeben würde. Es hörte sich jedes Mal an, als würde eine Blase platzen oder ein Tropfen ins Wasser fallen, als sich diese tierartigen Augen, eines nach dem anderen, über mein Sichtfeld materialisierten. Sie waren unterschiedlich groß. Sie waren schwarz wie die Augen beispielsweise eines Hundes. Erst waren es nur wenige, aber es wurden immer mehr und mehr. Sie tauchten einfach so über dem Bildschirm meines Sichtfeldes auf und starrten in die tiefsten Tiefen meiner Existenz. Ohne es zu realisieren, wurde ich aus dem Bus gezogen. Die kräftigste Welle der seelenoffenbarenden Effekte der Pilze war vorüber. Was für eine Fahrt! Am Weg zu mir nach Hause versuchte ich mich gegenüber meiner Freunde zu sammeln und zu erklären, was mir widerfahren sei. Jedoch war die komplexeste Tatsache, die ich Marvin klarmachen konnte, dass auf seinem Gesicht Augen waren. Ich starrte die Straße an, weil sie sich bewegte wie eine träge Riesenschlange. Es dauerte aus meiner Perspektive extrem lange, bis wir drei endlich bei mir ankamen. Wir hockten uns ins Wohnzimmer und unterhielten uns mit meiner Mutter. Es war ein tiefsinniges, aber genauso auch albernes und lustiges Gespräch. Nigel erzählte uns, wie es war, sich unsicher zu fühlen, in welchem Aggregatzustand man sich befindet. Marvin meinte, dass die Dosis für ihn perfekt war und dass er Spaß gehabt hatte, genau wie Nigel. Für mich war das Ganze kein Spaß. Mein ganzer Trip hatte einen äußerst ernsten Tonfall, aber dennoch hatte es auch einige beinahe lustige Noten. Was wir alle gemeinsam hatten, war die Verwirrung. Verwirrung kann wahrhaftig grenzenlos sein, das wurde mir klar. Wir drei zogen eine finale, alles verändernde Erkenntnis aus diesem doch so unscheinbaren Tag. Es ist alles egal. Ich rauchte Zigaretten ohne Ende, um das alles zu verkraften. Genau wie Marvin und Nigel vermutlich. Obwohl ich froh war, dass die Wirkung am Abklingen war, war ich enorm überfordert mit meiner Situation. Ich brauchte Ruhe, frische Luft. Ich wollte kurz alleine sein, also bin ich raus zum Balkon gegangen. Sobald ich alleine draußen war, brach ich in Tränen aus. Ich sah in den Himmel und fragte mich, was der Sinn hinter allem ist, wenn doch alles egal ist und die Welt, die Realität, mein Leben so einfach kaputt gehen kann, bis zum Punkt, an dem ich es nicht mehr wiedererkennen würde. Der Nachthimmel sah schön aus. Es bildeten sich symmetrische Muster aus den Sternen. Ich fragte mich bei diesem Anblick, wie zur Hölle soll ich jetzt weitermachen? Mein existenzieller Nervenzusammenbruch wurde durch laute Geräusche aus meinem Zimmer unterbrochen. Ich wischte mir sofort das Wasser aus dem Gesicht und lief in mein Zimmer. Mitten im Raum war da ein großes Feuer. Der fette Betonaschenbecher wurde von den zwei Spasten in Brand gesetzt. Ohne zu überlegen, haute ich ein Stück Karton auf den brennenden Aschenbecher und stellte mich darauf, bis die Flamme erstickte. Es stellte sich heraus, dass drei leere Chick-Packerl und weiteres Material in meinem selbstgebauten Aschenbecher angezündet wurden. Natürlich beschwerte ich mich, jedoch, obwohl Marvin aus Versehen durch etwas Glut von einer Zigarette ein Loch in meine Matratze gebrannt hatte, war mir eigentlich überhaupt nicht danach, mich großartig aufzuregen. Ich wollte gerade einfach nur alleine sein und einmal probieren, auf mein Leben klarzukommen. Wir redeten dann aber doch noch ein wenig und später schnorrte ich noch 5 Euro für ein weiteres Packerl Zigaretten, welches wir dann auch noch vernichteten, bevor die Verabschiedung stattfand und sich nun endlich meine wohlverdiente Ruhe ergab. Den restlichen Abend hinterfragte ich weiterhin das Universum und wie ich jetzt weiterleben soll. Irgendwann wurde ich zu müde, um das Ganze zu verarbeiten. Daher weinte ich mich in den Schlaf, mit der Hoffnung auf einen wunderschönen neuen Tag, voller Antworten, Erkenntnisse und vielleicht auch der ein oder anderen Frage. Mein persönlicher Senf. Ja, erstmal danke für den Bericht. Fand ich mal wieder ein sehr sympathischer Bericht.
Du hattest mir ja schon andere Berichte geschickt, aber diesen wolltest du ja anonym haben, so wie ich das verstanden habe. Beziehungsweise hast du deinen Namen halt nicht mit reingeschrieben. Meiner Meinung nach ein ganz normaler Pilztrip, vielleicht ein bisschen überdosiert. Ich meine, 28 Gramm frische Pilze ist ja ganz schön viel. Ich weiß jetzt nicht, welche Sorte genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das erwähnt hattest. Aber so diese normalen Growboxen, da ist so eine normale Dosis, glaube ich, so 1,5 Gramm, sage ich mal. Und 28 Gramm müssten so 3 Gramm ungefähr trocken sein. Was ja schon eine ganz schön große Dosis ist, vor allem fürs erste Mal, sage ich mal. Und wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Also meiner Meinung nach sollte man sich an sowas auch immer eher rantasten, also langsam rantasten und nicht direkt quasi sagen, ja, wenn schon, denn schon oder wenn schon, dann richtig. Weil, naja, dann geht's halt so in die Hose, wie hier. Obwohl, du hast ja am Ende noch die Kurve gekriegt und ich muss auch ehrlich sagen, ich find's auch gut, dass deine Mutter das wusste, dass ihr was konsumiert habt, weil dann hat man nicht noch zusätzlich diesen Stress, dass man es quasi geheim halten muss, quasi vor den Eltern oder so. Und wenn da wirklich mal was sein sollte, dann können einem die Eltern quasi auch helfen und wissen, warum man sich komisch verhält. Und die denken dann nicht, oh, der hat total den Verstand verloren oder so. Allerdings fand ich auch ein bisschen kritisch, dass ihr ja scheinbar keinen nüchternen Tripsitter dabei hattet. Das hätte wahrscheinlich die Situation noch ein bisschen safer gemacht, noch ein bisschen sicherer. Weil man dann halt quasi jemanden hat, der einem wirklich sagen kann, ja, das ist da und das ist gerade nicht da, das bildest du dir ein, so nach dem Motto. Wenn alle drauf sind, ist es natürlich schwer, so eine Art Reality-Check, sag ich mal, zu machen. Und dann quasi nachhaken zu können, was denn jetzt Einbildung ist und was nicht. Von daher, Leute, habt immer einen Tripsitter dabei. Das war jetzt wieder ein Bericht, wo ihr auch noch zur Schule gegangen seid, wenn ich das richtig verstanden habe. Finde ich kritisch. Allerdings sind Pilze natürlich nochmal eine harmlosere Sache als zum Beispiel Benzos oder Opiate oder Crystal Meth oder so. Pilze sind ja relativ harmlos. Soweit ich weiß, kann man Pilze auch nicht wirklich so überdosieren, dass es gefährlich wird. Das ist ähnlich wie andere Halluzinogene und Psychedelika. Also es gibt welche, die kann man überdosieren und da wird es auch gefährlich, wie zum Beispiel die 2C-Derivate, sage ich mal, oder Sachen wie 25-EN-Bohme. Da kann man auch dann sterben, wenn man da zu viel nimmt. Bei Pilzen, soweit ich weiß, nicht. Das wird natürlich dann irgendwann sehr unangenehm und kann dann auch teilweise in einen tagelangen Trip ausarten, wenn man da wirklich zu viel von nimmt. Das ist genauso wie wenn man, sage ich mal, 10 Milligramm Acid oder so konsumiert. Dann kann es auch sein, dass man eine ganze Woche trippt, aber es ist halt nicht wirklich gefährlich für den Körper. Mental ist das natürlich nochmal eine andere Sache, das kann durchaus gefährlich werden. Pilze können auch Psychosen auslösen, genauso wie eigentlich alle psychoaktiven Substanzen. Deswegen, da sollte man generell immer aufpassen. Und falls man dann irgendwie nach dem Trip noch Probleme hat, sollte man sich auch professionelle Hilfe suchen. Weil da gibt es Therapeuten, die sich mit sowas auskennen und da gibt es auch Medikamente, die man nehmen kann. Das ist zum Beispiel dann wirklich ein Punkt, wo Benzos teilweise Sinn ergeben. Also nicht, dass ihr euch das selber verschreibt, sage ich mal. Weil ihr wisst nicht, welche Benzos man bei solchen, sag ich mal, Vorfällen einnehmen soll. Das kann euch nur ein Psychologe sagen oder halt ein Arzt. Deswegen, also immer dieses... Ja, das wirkt auf die Serotoninrezeptoren und das schüttet die und die Botenstoffe aus. Nur weil ihr das mal irgendwo im Internet gelesen habt, heißt das nicht, dass ihr quasi den Wirkmechanismus versteht. Muss ich auch nochmal ganz ehrlich sagen, diese Leute, die immer behaupten, sie würden sich besser auskennen als Ärzte. Vielleicht kennt ihr euch besser aus als euer Hausarzt. Aber ihr kennt euch garantiert nicht besser aus als Suchttherapeuten oder halt Ärzte, die sich mit sowas beschäftigen, weil die halt meistens ihren Doktortitel haben und sowas 5 Jahre studiert haben, mindestens. Von daher finde ich auch ein bisschen arrogant, dass irgendwelche Kiddies immer behaupten, sie würden sich, also nicht du Berichtsschreiber, sondern, naja, ich sag mal, andere Leute, was ich so teilweise lese in den Kommentaren, die denken, dass sie sich gut auskennen, nur weil sie sich gefährliches Halbwissen bei Wikipedia angelesen haben oder bei Psychonaut-Wiki oder so. Dann irgendwelche Kiddies, die noch zur Schule gehen und denken dann, sie sind Ärzte. Muss ich auch nochmal ganz ehrlich sagen, teilweise finde ich das doch ein bisschen kritisch. Auch, dass Leute dann quasi immer so ein bisschen gegen Ärzte auch hetzen teilweise und meinen, die kennen sich alle nicht aus, aber dann denken, dass sie sich gut auskennen, nur weil sie ein paar Artikel im Internet gelesen haben. Also, muss ich euch auch nochmal ganz ehrlich sagen, wenn ihr irgendwie Probleme habt, sucht euch professionelle Hilfe, verschreibt euch nicht selber irgendwelche Medikamente, behandelt euch auch nicht selber, weil da gibt's Profis, die wissen, was Sinn ergibt und was man vielleicht lieber lassen sollte. Und nur weil man irgendwelche Symptome dann unterdrückt von der Psychose zum Beispiel, heißt es nicht, dass die Psychose weg ist. Oder dass, naja, dass das Problem gelöst ist, sage ich mal. Also die meisten Drogenpsychosen und so können eigentlich nur richtig behandelt werden mit, naja, teilweise monatelanger Therapie und halt mit Substanzen wie Neuroleptika und halt, sage ich mal, Medikamente in diese Richtung. Ja, nochmal zum Bericht. Wie schon gesagt, fand ich sehr sympathisch. Du hast es zwar ein bisschen übertrieben, aber ja, ich denke mal so die Erkenntnisse, die du da rausgezogen hast, dass alles irgendwie egal ist oder so, das kann man auch anders interpretieren.
man hat halt die volle Freiheit im Leben und es gibt quasi keinen Plan, wohin es geht. Von daher kann man es auch eigentlich positiv sehen, dass man mehr oder weniger alles machen kann. Und nur weil das Leben für einen selber keinen Sinn ergibt, heißt das ja nicht, dass das Leben für alle anderen keinen Sinn ergibt. Das heißt, wenn ihr selber die Erkenntnis habt, in Anführungszeichen, wo ich auch sagen würde, das ist ja dann auch nicht die einzige Wahrheit, dass alles egal ist, dann könnt ihr ja den Sinn eures Lebens darin sehen, quasi das Leben für andere Leute gut zu machen, die durchaus einen Sinn im Leben sehen, weil sie sich halt nicht weggeballert haben mit Halluzinogen und in Anführungszeichen Erkenntnisse hatten, die teilweise ja auch eher Trugschlüsse, sage ich mal, sind und nicht unbedingt die einzig wahre Wahrheit, weil nur weil man sich irgendwas einbildet auf Drogen, heißt das nicht, dass das die, naja, dass das die einzig wahre Wahrheit ist. Von daher, wenn ihr generell Angst habt vor solchen, sage ich mal, naja, Erkenntnis ist eigentlich das falsche Wort, aber vor solchen Schlüssen, dann konsumiert sowas gar nicht erst, dann haltet euch davon fern, weil man kann sich halt nicht aussuchen, welche Wirkung man hat von solchen Drogen und Substanzen. Das ist eigentlich immer so eine Art, naja, man würfelt eigentlich, weil man halt nicht weiß, wie der eigene Körper auf solche Dinge reagiert. Von daher generell, wenn ihr euch dafür nicht bereit fühlt, lasst es einfach. Konsumiert auch keine kleinen Mengen, weil die Gefahr einer Psychose besteht halt immer. Und auch die Gefahr, dass man vielleicht Dinge, naja, ich sag mal, sieht, die man vielleicht lieber nicht so gesehen hätte oder nicht gewusst hätte. Und ja, muss ich euch nur mal wirklich warnen. Übertreibt es nicht mit solchen Substanzen. Niemand muss sowas konsumieren. Nicht jeder hat einen Mehrwert davon. Einige Leute haben eher das Gegenteil von dem Mehrwert, weil sie sich dann halt irgendwas einfangen, sag ich mal, was sie vielleicht lieber nicht so gehabt hätten. Oder weil Türen geöffnet werden, die vielleicht lieber geschlossen bleiben sollten, sag ich mal so ganz ehrlich. Ja, falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den natürlich auch gerne schicken. Meine E-Mail-Adresse ist tripberichte@tripberichte.de. Die findet ihr auch noch in meiner E-Mail-Adresse. Checkt auch gerne mal meinen Rap aus, meinen Deutsch-Rap. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Ihr könnt auch gerne dem Discord-Server beitreten. Da bin ich jeden Sonntag und ich bin da eigentlich wirklich nur jeden Sonntag um 16 Uhr im Talk, weil ich noch andere Sachen mache, sag ich mal so. Also, ihr könnt mich da gerne anschreiben. Wir können uns auch gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt treffen. Aber ich hänge da nicht einfach so rum im Discord-Server. Da müsst ihr mich schon anschreiben. Dann komme ich auf euch zurück, spätestens dann am Sonntag, wenn ich so oder so online bin. Und wenn ihr dann mal mit mir reden wollt, können wir einen Termin machen, so. Weil wir da halt teilweise jetzt den Vorfall hatten, dass einer von unseren Admins andauernd angeschrieben wurde, weil die Leute denken, er heißt Torben. Er heißt aber nicht Torben, er ist Werbeplakat. Das ist der Florian, das bin nicht ich. Ich heiße wirklich Torben im Discord-Server. Da müsst ihr einfach runterscrollen auf die Leute, die offline sind und dann mich einfach persönlich anschreiben. Aber bitte, nervt bitte nicht den Florian mit irgendwelchen Sachen, die für mich bestimmt sind. So, er hat sich jetzt schon umgenannt in Werbeplakat, in Klammern nicht Torben. Das ist nicht Torben und B-Check ist auch nicht Torben. Ich, Torben, bin Torben, ich heiße auch Torben, von daher, wenn ihr was von mir wollt, schreibt mich gerne an. Aber schreibt bitte nicht die anderen Admins an, weil, naja, wie schon gesagt, ich heiße Torben und das ist, glaube ich, sehr unmissverständlich. Ja, aber ansonsten wünsche ich euch allen erstmal noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.